die ist unsere Vergangenheit, diese unsere Einheit. Ich hoffe, die Heilung wird ganz schnell passieren. Frédéric Chanson, der Pariser Komponist, kann es auch nach dem Brand von Notre-Dame noch immer nicht fassen. Für die Pariser, die da leben und wenn die dazu noch Katholiker sind, wie ich zum Beispiel, das ist eine ganze Welt, das ist die ganze Welt, das zusammen abstürzt. Solch ein Monument ist wie eine sehr alte Großmutter. Und wenn man jemand in der Familie sehr alt ist, der die Wache der Familie war, ist es natürlich ein großes Trauma für die ganze Familie, weil die Wache ist weg. Wie viele Franzosen und Menschen auf der ganzen Welt verbindet auch Frédéric Chanson etwas Besonderes mit der Notre-Dame-Kirche, wohl dem Wahrzeichen von Paris. Ich hatte als 10-Jähriger mein erstes Orgelkonzert gemacht. Ich war der jüngste Organist in Frankreich. Ich war ein Sängerknabe. Ich hatte in diesem Dom gesungen für den Papst Paul VI. Also das ist viel Erinnerung. Der Komponist und Dirigent ist seit über 20 Jahren auch an der Wiener Staatsoper tätig. Regelmäßig pendelt er zwischen Paris und Wien. In seiner Heimatstadt an der Seine wohnt er in einem Hausboot direkt gegenüber von Notre Dame. Die Kirche bedeutet für ihn nicht nur der Beginn seiner musikalischen Karriere, sondern ist für ihn auch ein stetiger Anlaufpunkt. Notre Dame ist da seit 1000 Jahren fast und wacht über die Stadt. Es ist ein Trost, wenn man Probleme hat, wenn man sich nicht gut fühlt, man geht in Notre Dame und das ist alles weg, es reinigt sich. Ja? Also diese Macht ist noch da, ist in den Steinen. Für seine geliebte Notre-Dame-Kirche, mit der er auch so viel Persönliches aus seiner Kindheit verbindet, findet er nur in der Musik den passenden Trost. Es hat eine gewisse Traurigkeit in sich, also ich fühle, das ist die richtige Stimmung. Also alles, was mich verbindet zu diesem Dom, ist die Musik. Wenn ich noch vor ein paar Wochen in dieser Dom besuchte, drehte ich mich sofort zur Orgel, weil diese Orgel ist die größte Orgel in Europa. In einigen Wochen wird Frédéric Chanson zurück in seine Heimat Paris fahren. Ein bisschen mulmig ist ihm bei dem Gedanken, erzählt er uns. Vor allem, wenn er auf sein Hausboot zurückkehrt und der gewohnte Anblick der Großmutter, wie er Notre Dame liebevoll nennt, plötzlich ein anderer ist. Es wird ein Schock sein. Es wird nicht das Gleiche sein. Und wir haben, Gott sei Dank, also die Großmutter ist nicht gestorben, aber sie ist jetzt schwer krank und muss gut beheilt werden.